Oh, wie geil. Wow, was zum Jabelsnuff ist das? Oh, hey, Alexander, richtig? Wir haben dich erwartet. Ich bin Amaya, das ist Whisper. Winke, winke. Und das ist der Brösler 2. Wow, was ist denn ein Brösler 2? Nun, kann er hacken? Ja. Kann er heben? Natürlich. Kann er bröseln? Auf jeden Fall. Aber der Brösler 2 kann auch Löcher graben, Kobolde verhauen, nach Schätzen suchen, Rätsel lösen, gegen Manticore kämpfen, Steaks braten, Whisper zudecken. So sanft. Du fühlst dich wie Pudding? Kein Problem. Du hast Plaudereien. Der Brösler auch. Keine Zeit für die Petunienzucht? Der Brösler schläft nie. Er ist eine ergonomische Eingerätlösung für alle Bröselbedürfnisse zu einem erschwinglichen Preis. Und er dient gleichzeitig als Bett, falls deins mal weg ist. Tolle Präsentation. Danke, ich habe daran gearbeitet. Arbeiten wir immer noch an der Verbringe-Muße-Stunden mit Whisper-Funktion? Oh oh, quengel nicht so. Könnte ich 3 Brösler 2 vorbestellen? Kühn, gefällt mir. Nun, Whisper kann auch kühn sein. Aha. Es ist sehr kühn, jemand anderen zu lieben als Whisper. Daventry ist so merkwürdig. Da sagst du was, Junge. Ich stecke hier nur fest und verkaufe erschwingliche Schilde, Schwerter und Keulen. Keule? Oh, ihr meint einen Gwydion-Benimm-Dich-Stock. Ich hab die Vokabel noch nicht ganz drin. Das ist herzzerreißend. Whisper ist kein Fan von Manennen. Sohn, Amaya hat eine Überraschung für dich. Würdest du draußen warten, um sie nicht zu verderben? Sicher doch. War nett, euch kennenzulernen. Dito, ein Glück, dass du es nach Hause geschafft hast. Whisper braucht einen Snack, also begleitet Whisper dich. Entspricht er euren Erwartungen? Er ist spektakulär. Er sollte gut zu ihm passen. Sieht nach eurem bislang besten Bogen aus. Oh, und ich habe sogar noch ein Geschenk. Für euch. Für mich? Ja, ein kleines Zeichen meiner Dankbarkeit für die Dienste, die ihr Daventry erwiesen habt. Bitte sehr. Wow, ist das echtes Gold? Das ist es. Ich habe alle glänzenden Goldmünzen eingeschmolzen, die ihr hier gelassen habt. Ihr habt euch den Titel Graham der Tapfere wirklich verdient. Seit ihr den Thron bestiegen habt, zeigt sich in allen Augen ein gewisser Mut. Und ich danke euch vom tiefsten Grunde meines Herzens. Danke, Amaya. Ich weiß, wie schwer es euch fällt, so überschwänglich zu sein. Gewöhnt euch nur nicht daran. Also, wie kommen wir nach Avalon? Warten vielleicht irgendwo königliche Rösser auf uns? Ja? Ich wollte, dass die ganze Familie zusammenreist. Also habe ich die größte Kutsche organisiert, die ich kenne. Oh, Niti Baba, reiches Volk. Junge, ich habe mich ja ewig nicht betrogen. Beehrt. Heiliger Bimbam, seid ihr mehr geworden? Hm? Boing, boing, boing. Ein bisschen zugenommen, was? Ich habe ja nie geheiratet. Soll der häufigste Scheidungsgrund sein, aber immer noch so feste Wangen zum Reinkneifen. Shalom, Salami, Salve. Kennen wir uns? So ein Gesicht vergesse ich doch nicht. Nennt mich Caduceus. Oh ja, du bist dieser Gwydion-Kerl. Mich hat dein Vater vor den Kobolden gerettet. Mach dir nichts draus. Aber jetzt genug getrödelt. Ab auf die Straße mit dem verrückten Haufen, Graham. Ihr müsst das Gepäck selbst aufladen. Herr von Schling ist sauer, weil ihr ihn im Verlies zurückgelassen habt. Und ich bin gerade so kraftlos. Okay, kein Problem. Brauchst du Hilfe? Nein, Schatz, geht schon. Ich weiß nicht, ob alles reinpasst. Wo? Sollen wir etwas aufs Dach tun? Das passt schon. Das sieht ja ein wenig dafür nach Tetris aus. Und jetzt dürfen wir sogar loslegen. Ah, okay, es ist eine Art Tetris. Dahin. Das kann ja interessant werden. Herr Jemine, Rosella, wie viel hast du denn da eingepackt? Brauchst du wirklich deine Sammlung von Kampfäxten? Das stelle ich mir ziemlich schwer tatsächlich vor.
So, haben wir vielleicht... Jetzt wieder ein Spruch. So. Das hier vielleicht... Ach ne, es ist ja so. Ich darf nicht vergessen, es ist auch manches... So, genau. Oh, es sieht tatsächlich gerade gar nicht so schlecht aus. Pass mal auf, das kommt jetzt nämlich nach hier. Dann kommt das an, auf Anhieb. Das gibt's doch nicht. Wow. Meine Tasche. Am besten gepackt, wenn super. Ich das sagen. Wow. Wow. Nur wow. Weil du alles in die Taschen deines Umhangs gestopft hast. Fertig. Alle an Bord, Team Königlich. Glaub ja nicht, dein Name setzt sich durch. Es klingt viel zu hochtrabend. Mir gefällt es. Guter Junge, Caduceus. Gute Güte. Okay, Einhörner, ab geht die Post. Unsere Reise hatte einen guten Start. Etwas Sonne wäre noch nett gewesen, aber nichts wärmte meine Seele mehr, als unsere ganze Familie zusammenzusehen, wie sie neue Erinnerungen schuf und sich gern hatte. Hier hinten riecht es nach seltenen und wundersamen Zutaten. Warst du das, Alexander? Das ist vermutlich dieses einäugige Ziegenvieh. Ich würde nicht so über Herrn von Schling reden. Ist das nicht toll? Wir alle zusammen auf unserem ersten Abenteuer. Alexander, rutsch rüber. Ich bin so weit rübergerutscht, wie ich kann. Kennt jemand ein paar gute Wortspiele? Können wir für eine Picknickpause anhalten? Wir hatten gerade eine Picknickpause. Und das heißt? Sind wir endlich da? Na los, Familie. Wieso spielen wir nicht ein Spiel? Das habe ich immer mit meinen Schwestern auf langen Reisen gespielt. Das Spiel liebe ich. Ich fange an. Mal sehen, wie weit wir kommen. Mein Rekord sind 7 Runden. Wiederholt einfach, was die Person vor euch gesagt hat und fügt der Liste etwas Eigenes hinzu. Ich nehme mit... Was nehmen wir denn mit? Schokoteig. Warum nicht? Ihr wisst schon was. Ich gehe auf ein Abenteuer und nehme mit Schokoteig. Dazu noch ein Katzenkeks. Was ist ein Katzenkeks? Eine kleine Erfindung von mir. Mit einem Bissen wird man zu einer Katze. So bin ich auch von Mananen entkommen. Du hast Mananen in eine Katze verwandelt? Wusste ich gar nicht. Du hast nie gefragt. Ich gehe auf ein Abenteuer und nehme mit Schokoteig. Einen Katzenkeks und Baumkletterstiefel. Ich gehe auf ein Abenteuer und ich nehme mit Schokoteig, einen Katzenkeks, Baumkletterstiefel und mein Mini-Leinwandbuch, falls mich was inspiriert. Ich gehe auf ein Abenteuer und nehme mit... Jetzt muss ich wahrscheinlich denken, Schokoteig, einen Katzenkeks, Kletterstiefel und mehr. Und dann noch. Achso, Tanzmoves. Das hört sich ja schon mal cool meine an. Meine coolen Tanzmoves. Du weißt, was ich meine, Alexander. Nein. Ich nehme mit Schokoteig, einen Katzenkeks, Baumkletterstiefel, Fingerwärmer. Das stimmt leider nicht. Mist! Du verlierst. Ich gehe auf ein Abenteuer und nehme mit Schokoteig, einen Katzenkeks, Baumkletterstiefel, eine Mini-Leinwand, meine coolen Tanzmoves und mein Wetzelwolf-Abzeichen. Ich gehe auf ein Abenteuer und nehme mit Schokoteig, einen Katzenkeks, Baumkletterstiefel, eine Mini-Leinwand, meine coolen Tanzmoves, Popcorn-Geschmack-Weingummi. Das stimmt leider nicht. Mist. Du bist raus. Ich gehe auf ein Abenteuer und nehme mit... Jetzt muss gedacht werden. Schokoteig. Einen Katzenkeks. Kletterstiefel. Eine Mini-Leinwand. Meine coolen Tanzmoves. Ein Wetzelwolf-Abzeichen und... Und... Herr von Schling, oder? Den majestätischen Herrn von Schling. Ich gehe auf ein Abenteuer und ich nehme mit... Schokoteig, einen Katzenkeks, Baumkletterstiefel,
Eine Mini-Leinwand, meine coolen Tanzmoves, ein Wetzelwolf-Abzeichen, den majestätischen Herrn von Schling und dann noch... Oh, mein Stachelfeuerschwert, das ich von Amaya habe. Cool. Das Stachelfeuerschwert würde ich gerne mal sehen. Ich wünschte wirklich, sie hätte gewartet, bis du älter als 3 warst. Ich nehme mit. So. Schokoteig. Nicht zu vergessen, Katzenkeks. Und Kletterstiefel. Mini-Leinwand. Coolen Tanzmoves. Meine coolen Tanzmoves. Ein Wetzelwolf-Abzeichen. Herr von Schling. Und jetzt haben wir eigentlich verloren, glaube ich. Doch, das Feuerschwert. Was nehmen wir noch mit? Den Abenteuerhut. Meinen Abenteurerhut, natürlich. Ich gehe auf ein Abenteuer und nehme mit Schokoteig, einen Katzenkeks, Baumkletterstiefel, eine Mini-Leinwand, meine coolen Tanzmoves, ein Wetzelwolf-Abzeichen, den majestätischen Herrn von Schling, einen Mystery-Roman? Nee. Hab's vergessen. Du bist raus. Saubere Arbeit. Ich hab meinen Rekord gebrochen. Angeber. Da sind wir, Kinder. Im magischen Avalon. Ist hier Nebensaison? Normalerweise ist das Wetter um diese Jahreszeit besser. Ich hoffe, die Eichhörnchen halten keinen Winterschlaf. Diese Wolken verschwinden bestimmt. Gehen wir zum Resort. Die haben sicher Bäume zum Klettern. Hey, ihr habt nicht an die... egal, ich hol sie. Jetzt müssen wir wahrscheinlich das Gepäck selber tragen, oder? Ja, können wir ja. Wir haben ja Muskeln. Und das sieht sehr wackelig aus. Ah, super, wenn es das aushält, dann ist ja kein Problem. Werden wir bestimmt sowieso wahrscheinlich gleich bestohlen oder so. Anders kann ich mir das gar nicht vorstellen. Wartet, Kinder. Wollt ihr nicht von dem Wetzelwolf hören, der uns hier angegriffen hat? Oh, wollen wir das? Da haben eure Mutter und ich uns zum ersten Mal geküsst. Oh, wie romantisch. Sieht aber mal wieder wie immer ziemlich geil aus. Das ist eine sehr interessante Grafik. Hat das Resort einen neuen Besitzer? Naja, ein paar Veränderungen waren auch fällig. Die Wasserrutschen waren eine Gefahr. Sind wir hier wirklich richtig? Ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache. Kommt schon, Kinder. Es ist ein Abenteuer. Ich melde uns an. Anmelden, das ist interessant formuliert. Also, wo willst du dich denn hier anmelden? Anmeldung für die Graham-Familie. Wir haben die Königssuite. Vielen Dank. Ist unser Zimmer da oben, das mit dem Balkon? Oh, wie unhöflich von mir. Bitte sehr. Oh ja, sie erinnert sich an mich. Alles klar, das habe ich jetzt auch verstanden. Wo lang jetzt? Hier entlang. So, ich darf jetzt anscheinend den Weg führen und ich habe ja wie gesagt die letzten Teile gespielt und wer die letzten Teile nicht kennt, ich möchte ganz kurz erwähnen, das war hier mal eine traumhafte Insel mit Sonnenschein und so. Ja, was ist es jetzt? Ich weiß nicht ganz. Ich will jetzt nicht sagen, Manni hat hier sein Unwesen getrieben, aber anders kann ich es mir nicht vorstellen. Was war das eben? Eine Falle. Ich wusste es. Falle? Unmöglich. Versteht ihr nicht? Das muss eins dieser neuen Abenteuer-Resorts sein. Oh, wie aufregend. Das hier nennt man Rätselraum. Ich wollte das schon immer mal ausprobieren.
Sucht alle nach Hinweisen. Wie geil diese Räume. Ich habe überlegt, mir so ein Online-Spiel zu kaufen, aber in irgendeiner Hinsicht ist das jetzt ja auch drin irgendwie, ja. Gut, dann alle suchen nach Hinweisen, ich suche auch. Ich sollte das Schloss erst anfassen, wenn ich alle Hinweise habe. Eine falsche Kombination könnte Strafzeit geben. Okay, dann ist es natürlich relativ schlau, es noch nicht zu machen. Aber wir müssen uns hier auf jeden Fall umgucken, mal in den nächsten Raum schauen. Oh, Streichhölzer. Ich mag Streichhölzer. Auf dem also, Schild stand Schalter ziehen. Aber mein Instinkt sagte mir was anderes. Es war ein klarer Fall von umgekehrter Psychologie. Sicher eine Falle. Oh hey, auf dem Schild steht Schalter ziehen. Dann mal los.